Hallo und willkommen zurück zu meinem Let's Play von Pokémon der silbernen Edition. Wir stehen vor der nächsten Route, die uns auf eine Insel bringen soll, aber ich würde gerne noch vorher etwas erledigen. Und zwar, ich will mir mal den Markt hier angucken. So, wir haben jetzt schon einiges. Haben die auch... Oh, die haben Superschutz. Ich würde mal gerne so 6 Superschutz mitnehmen. So, komm, 3 Aufhecker sind auch drin, habe ich gehört. Oh, Hypertrank. Die haben Hypertränke. Das ist natürlich nice. Davon nehmen wir auch mal 6 Stück mit. Und den Rest können wir eben mal in ein paar Superbälle investieren. So 8 Stück. Wir müssten mal sowieso ein paar mehr neue Pokémon fangen. So, aber jetzt genug der Warterei. Ich will auf die nächste Route. Und ich glaube, es ist hier gerade Nacht. So. Superschutz da. So, jetzt müssen uns diese dämlichen Tentachas eigentlich in Ruhe lassen. Ich gehe hier mal immer so gerne den Rand ab, damit ich bloß keinen Trainer übersehe. Oh scheiße, ich Experte. Mir ist gerade aufgefallen, welches Pokémon ich auf Position 1 habe. Das ist natürlich sehr schlau. Ja. Okay, Gerock, ich hoffe, du machst das, ne? Du machst das, ja, habe ich gehört. Sehr gut. Ja, komm, das bringt Gerock sicher nach Hause. Oh ja. Schwimmer Gregory. Ich krieg nur 160, ist das ein Scherz? So, der nächste Trainer ist da unten, aber vorher würde ich gerne mal wechseln. Und zwar kann unser Visino mal wieder ein bisschen was machen, habe ich gehört. Mit einem kleinen Kampftraining, ja sehr gern. Doch gibt es dann noch eine Pokémon-Arena? Das weiß ich gar nicht. Oho. Schwimmer weiblich Kate. Ah ja. Oh oh. Alles klar, Visino, es wird ernst. So, komm, ruckzuck gib. Sehr gut. Ah ja, Härtner, okay. Bam. So, da unten sehe ich schon den nächsten Trainer. Ist hier in der Richtung noch einer? Nein. Da ist noch einer. Okay, dann nehmen wir uns die mal vor. Guten Tag. Wie kämpfen unsere Land-Pokémon eigentlich auf dem Wasser, wenn wir auf Tyrakrok reiten? Naja, diese Frage hat man sich auch schon in früheren Teilen gestellt, aber eine Antwort, naja, nicht wirklich bekommen. Aua! Ist ja auch Unverschämtheit hier. Verdammt.
Bam. Oh, ein Mushas. Gegen einen Mushas habe ich, glaube ich, noch gar nicht gekämpft. Das hat ja zum Glück eine überhaupt gar nicht übertrieben große Zunge. So, nehmen wir mal Kratzfuhl hier. Alter, One-Hit. Super, Visenior. Echt super. So. Da ist der nächste. Ist auf der anderen Seite noch jemand? Ne, dann können wir uns den mal snacken. So, wir müssen eigentlich auch gleich bei der Insel sein, denke ich mal. Eigentlich dürfte die Strecke jetzt nicht so ungemein weit sein. Ah, noch ein Mushas, okay. Versuchen wir mal wieder unser Glück mit Kratzfuhl hier. Aha. Lol. Aua. Ja, du Tackle kann ich auch. Jawohl. Wow, ein Shillock. Oha, kommen sie gleich mit der Weiterentwicklung an. Okay. Na, Shillock, dann zeig mal, was du drauf hast. Ah, Blubber, das war so klar, das war so klar. Das darf nicht wahr sein. Nicht schlecht, diese Schlock, nicht schlecht. Na, aber guck, was hat er noch zu bieten? Noch ein Mushas. Oh ja, oh ja. Und wieder ein One-Hit. Sehr gut. Die geben aber echt nicht viel Knete, diese ganzen Trainer hier. Obwohl die eigentlich recht gut sind. So, erstmal kriegt Visenior einen netten Supertrank. Nicht, dass hier noch irgendein Unglück passiert. Das wäre ein bisschen ungeil. So. Mal wieder schön hier die Trainer abgrasen. Da ist ein Durchgang. Okay, ich gucke mir erstmal die andere Seite an. Lol. Den habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht hundertprozentig gesehen. Na komm, den machen wir weg. Drei Pokémon, Mann, die haben aber auch nicht gerade wenig hier für so Popeltrainer. Alter, 21. Okay. Ja, ja, ihr mit eurer Bunkerstrategie bloß dem Spieler so viele Attacken wie möglich abnehmen, schon klar. Ach du Scheiße. Lol, leck mich am Arsch. Autsch. Na, Tentacha, solange es nicht die Weiterentwicklung ist, ist ja noch alles im grünen Bereich. So.
Die Frage ist, wieso geht es hier nach links und da unten noch weiter nach unten? Das, ja. Alter. Fick dich, den Tara, fick dich. Tentoxer, oh nein, das darf nicht wahr sein. Na komm. Eieiei, okay, komm. Wie Senior, das machst du platt. Autsch. Sehr gut. Okay, also gibt es hier denn drei Wege? Wollt ihr mich verarschen? Hier ist ein Strudel. Okay, durch den Strudel komme ich noch nicht. Dafür brauche ich ja noch eine andere VM. Hier geht's auch weiter. Okay. Der Schutz wirkt nicht mehr. Moment. Ja, der Superschutz hat aber sehr lange gehalten, muss ich sagen. Also ich bin mit der Qualität durchaus zufrieden. So, zwei Wege nach unten. Darf ich mal durch? Danke. Hier, komm. Dich nehme ich auch nochmal mit. Und da weiter links scheint es noch einen dritten Weg nach unten zu geben. Okay. Na komm, erstmal müssen wir an dieser Trainerin hier vorbei mit ihrem wunderschönen Goldini. Ja. Mann, die ziehen aber auch nicht mehr gerade wenig, die Trainer. Also mit One-Hitten ist hier nicht mehr viel. Ich kann mal Kopfnuss bei diesem Goldini ausprobieren. Vielleicht ist das ja mal ein netter One-Hit. Aber ich bezweifle es irgendwie. Ja, fast. Lol. Super Schall am Arsch. Ja, Gold King, das war so klar. So, erstmal safe wegmachen. Mann, wie sehen wir, gibt's ja ganz schön Gas. Slam zu erlernen. Ist Slam besser als Tackle? Ich denke mal schon. Also Kopfnuss, Ruckzuck und Kratzwürfel finde ich eigentlich ganz gut. Tackle, naja. Ich glaube, das kann mal gegen Slam ersetzt werden. So, das, was ich mich natürlich jetzt frage, ist... Nee, hier geht's doch noch nicht weiter nach unten. Aber hier. Drei Wege nach unten. Rechts, in der Mitte und hier. Ich denke mal, wo wir gerade schon mal hier sind, können wir hier auch gleich mal weiter erkunden. Okay. Da ist Land. Ich gucke gerade noch mal hier auf der Seite. Hier geht's auch noch weiter nach da. Alter, leck mich am Arsch. Ist das groß, das Gebiet. Hier ist auch Land, wo sind wir denn? Oh, wir sind an den Strudelinseln irgendwie eiskalt vorbeigeschippert, kann das sein? Wir sind hier schon bei der Apotheke. Na komm, okay. Das ist die Stadt, nehme ich mal. Hier, komm, gehen wir aus dem Weg. Ich will das Schild lesen. Jo, wir sind hier richtig. Dann würde ich mal sagen, steuern wir auch gleich mal das Pokémon-Center an.
Also führen die anderen Wege wohl irgendwie zu den Strudelinseln. Aber dazu brauchen wir noch eine VM, um diese Strudel irgendwie aufzulösen. Ansonsten kommen wir nicht dran vorbei. Aber erstmal würde ich sagen, schauen wir uns hier nach der Apotheke um. 500 Jahre voller Tradition, Apotheke von Anemonia City. Gerne erwarten wir Ihre medizinischen Fragen. Also das Ding, oder wie? Dein Pokémon scheint es gut zu gehen. Bedrückt dich etwas? Dem Pokémon vom Leuchtturm geht es nicht gut? Ich hab's! Das sollte das Problem lösen. Ein Geheimtrank, aha. So, alles klar, haben wir die Medizin. Pokémon Arena, Leiter Hartwig. Die Frage ist, sollten wir jetzt erst diesen Arena-Leiter platt machen oder erst... Moment, ich guck mal in unseren... Nee, Moment, wo muss ich nochmal... Wer ist denn der Nächste? Ah, okay, der fünfte Arena-Leiter ist Hartwig. Ach so, wir sollen diese Jasmin, oder wie die hieß, erst nach Hartwig besiegen. Na okay, Leute, dann würde ich mal sagen, wo wir gerade schon mal hier stehen, machen wir doch mal die Bodyguards platt. Geronimo! Meine Pokémon und mich verbindet unsere Freundschaft. Dieses Band wird nie zerreißen. Ach ja, das wollen wir doch mal sehen. Wow. Wer bist du denn? Son Goku oder was? What? Ein Kickleben? Willst du mich verarschen? Ach du Scheiße, Level 27. Alter. Leck mich am Arsch. Okay. Ich frag mich gerade, ob ich schon... Ach, Alter. Ob ich schon hier sein sollte. Alter. Yo. Leck mich am Arsch. Okay, Moment. Ich wechsle mal gerade auf Georg. Lol. Scheiße, wenn der Zeichen natürlich nochmal angreift. Alter, leck mich am Arsch. Okay, Georg, schluck mal einmal einen Supertrank, bitte. Okay. Sprungkick, Alter! Nein, nicht Beutel. Georg, wir brauchen deine Intensität. Das gibt's mir einfach nochmal Sprungkick. Alter. Nein! Boah. Komm schon. 6, das muss reichen, bitte. Das muss reichen. Alter. Boah, es reicht. Alter. Okay. Ach, das war sein einziges. Boah, Gott sei Dank. Alter. Okay. Lol. Nein. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Leck mich am Arsch. Das ist unfair. Das ist ihr Cheater. Ihr miesen kleinen Cheater. Ja, und du hast jetzt hier ein Nocturne, oder wie? Ja, natürlich. Hat das ein rosa Tütü an? Lass mich nicht verarschen hier. Moment, Freunde. Wie sehen doch nicht erstmal einen Supertrank? Eishieb. Okay. Okay, komm, wir sehen ja. Du musst jetzt hier was ausrichten. Feuerschlag. Alter. Okay. Alles safe. Okay. Und jetzt machen wir Druck, so gib fertig, bitte. Alter. Moment, 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 Moment. Okay, okay. Die beiden Bodyguards haben wir platt gemacht. Moment. Einmal ganz kurz hier nochmal voll machen, bitte. Und dann will ich mal Georg auf die Position 1
legen. Das hat das Visenio da noch war, hat gerade ein bisschen wehgetan. Das muss Georg erledigen. Alter, der fünfte Arena-Leiter, der muss ja mega stark sein, wenn die Bodyguards mir hier schon Probleme machen. Okay. Oha. Na, ihr beiden, habt ihr noch was zu sagen? Es scheint, als stündest auch du dein Pokémon sehr nah. Ja? Kampf-Pokémon fürchten sich vor Psycho-Attacken, ja, wer nicht? So, mein Lieber. Lol, da komme ich gar nicht weiter. Dazu brauche ich die vollen Stärke. Na, okay, nehmen wir den Bodyguard mal mit. Oder muss ich doch jetzt die andere Arena-Leiterin fertig machen, damit ich irgendwie Stärke kriege, um hier hinzukommen? Ich weiß es nicht. Ah, die sind auch so mega stark irgendwie. Alter, ein Volltreffer, natürlich. Okay, Georg, geh mal auf Tauschstation, bitte. Oh, Geowurf am Arsch. Das machst du nicht bei mir. Ein Mashup, natürlich. Okay, bitte mal Tauschstation. Geowurf, leck mich am Arsch, Mashup, ey. LOL! Oh oh, oh oh. Okay, ich lebe noch. Ja, ach, das muss reichen. Mann, 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 Mann. Ja, das Blöde ist, da oben wird wohl der Arena-Leiter sein, nur wir kommen zum letzten Bodyguard nicht hin. Ja, wir haben die vor allem Stärke aber noch nicht, oder? Ich glaube, die haben wir noch nicht. Tja, naja gut, immerhin haben wir diese drei Bodyguards schon mal platt gemacht, die waren ja nicht ohne. Der da, der vermutlich der letzte ist, den müssen wir uns dann wohl später vornehmen. Die Frage ist, wo kriegen wir die VM-Stärke her? Müssen wir jetzt doch erst zurück und das Pokémon heilen, oder? Ich weiß es nicht. Ich kann mich ja hier gerade noch ein bisschen umsehen, wo wir gerade schon hier sind. Oder vielleicht kriegen wir es auch bei den Strudelinseln. Das kann natürlich auch sein. Ich bin da eiskalt dran vorbeigeschippert, ehrlich gesagt. Was gibt's denn hier noch so? Ich bin schockiert. Ein Junge in deinem Alter mit stechenden Augen und langen Haaren kam hier rein. Er hat mich gezwungen, ihm meine preisgekrönten Pokémon zu geben. Aha. Ich habe zwar noch eines übrig, aber was soll ich tun, wenn er zurückkommt? Du siehst stark aus. Würdest du auf mein Pokémon aufpassen? Okay. Ja, ich habe keinen Platz mehr. Moment, das lässt sich regeln. Wer macht denn dafür einen Abgang? Mogelbaum, was kannst du denn für Attacken? Habe ich dir irgendwas Wichtiges beigebracht? Okay, dann macht Mogelbaum es einfach mal spontan Abgang. Item nehmen. Na komm. So, dann will ich Mogelbaum mal gerade ablegen. So. Dann wollen wir mal auf ein Pokémon aufpassen. Mal gucken, was es ist. Vielleicht ist es ja gut.
Ja, das weiß ich. Ja, es ist wirklich sehr schrecklich. Ich verstehe das. Es, ja. Vielleicht war es ja unser ewiger Rivale. Was hat man denn hier? Erhält ein Pokémon. Ein Modri? Ah ja. Modri Level 15. Sieht jetzt nicht besonders stark aus, ehrlich gesagt. Na komm, wir passen mal drauf auf. So, was haben wir hier? Du kommst von Oviane City, richtig. Hast du auf dem Weg hierher die vier Inseln gesehen? Ach, das sind vier. Aha. Dort könnte ein legendäres Pokémon sein. Ja, bei diesen beiden Türmen habe ich mich ja schon gefragt. Der eine Turm ist ja heile. Da ist ja, denke ich mal, ein legendäres Pokémon drin. In dem zerstörten Turm meint unser ewiger Rivale soll eins drin sein. Aber das ist doch bestimmt abgehauen. Und ich vermute mal, dass es hierhin abgehauen ist, auf die Strudelinseln. Das heißt, in dem heilen Turm gibt es noch eins. In dem kaputten gibt es vielleicht irgendwelche Secret-Items. Ich weiß es nicht. Und hier gibt es dann das zweite. Ne, hier gibt es ja die beiden legendären Lugia und Hoho, glaube ich, oder so. Und dann gibt es auch irgendwie so drei Halblegendäre, sage ich mal. Diese drei komischen Hundewesen oder irgendwie so ähnlich. Fotostudio. Machen Sie einen Schnappschuss zur Erinnerung? Aha. Dann gucken Sie großartig, wie wäre es mit einem Foto als Souvenir? Ja, gerne. Fotografier mal bitte Georg. Druckfehler 2. Lies das Gameboy Printer. Lol. Kein Foto, schau mal wieder vorbei. Ach so, das geht nur, wenn ich hier mit dem Gameboy zocken würde. Ja, die Frage ist, wo kriegen wir jetzt die VM-Stärke her, um an den nächsten Bodyguard vom Arenaleiter zu kommen? Na gut, da ich diese Frage nicht beantworten kann, würde ich mal sagen, schippern wir mal zurück, um die Medizin abzugeben, ne? So, aber wieder. Nein, nicht Lockduft. Ich will hier Superschutz. So, Superschutz. Ach ja, eine schöne, gemütliche Rückreise. Aber gut, interessant zu wissen, dass die Strudelinseln aus vier Inseln bestehen. Das ist ja schon mal eine sinnvolle Information. So, dürfte ja recht schnell gehen, die Rückreise. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal straight in den Leuchtturm. Moment, wo war der nochmal? War der hier unten? Ja, da unten war der. So, kann ich das Ganze hier nicht eigentlich ein bisschen beschleunigen? Das geht hier nicht. Ah, naja, komm. Dann müssen wir wohl den Weg latschen. Durch welche Löcher mussten wir hier nochmal? Ja, ist okay. Durch welche Löcher mussten wir hier nochmal durchfallen? Ich weiß das gar nicht mehr. Da müssen wir auf jeden Fall hin, bei dem Typen, den wir gerade rechts gesehen haben. So, muss ich hier schon irgendwie durchspringen? Ne, ich glaube noch nicht. Ich glaube, hier musste ich runter, oder? Genau, jetzt bin ich bei dem Typen. Dann gehe ich hier durch. Ja, und dann bin ich da. Perfekt. Wird diese Arznei an viel helfen? Natürlich. Sei bitte nicht beleidigt. Anfi nimmt die Arznei nur von mir. Ja, ist mir egal, mach doch. Wie geht es dir?
Palu, Palu, Palu. Palu, Palu, Palu. Oh, ich bin erleichtert. Das ist einfach wundervoll. Ich danke dir vielmals. Ja, sehr gut. Du kehrst zur Arena zurück. Ja, okay. Ich nehme mich auf. Naja, okay. Was tun wir denn jetzt mal? Sind hier jetzt auch Bodyguards? Ach, sie hat gar keine Bodyguards. Na, so weit aber auch. Okay, dann würde ich mal sagen, da wir zu dem einen Arena-Leiter nicht hinkommen, weil uns die vor allem Stärke fehlt, um den vermutlich letzten Bodyguard platt zu machen, nehmen wir erstmal uns diese Arena-Leiterin hier vorne. Weil zum anderen komme ich ja noch nicht hin. Dann snacken wir uns erst die sechste und danach den fünften. Ich hoffe mal, die schaffen wir. Weil die müsste ja eigentlich ein bisschen stärker sein. Aber gut, der Kampftyp, der macht mir irgendwie mehr Angst. Wobei ich jetzt nicht weiß, was sie für Pokémon hat. So, ich kaufe noch ein bisschen ein. Hier so ein paar Hypertränke. Die können jetzt nicht wirklich schaden, denke ich mal. So 5 Stück. Gibt es hier auch Beleber? Nein, natürlich nicht. Ein Surferbrief? Hier, komm, nehmen wir mal ein. Du kannst keine weiteren Items mehr tragen. Ach, leg mich doch am Arsch. Wie viele Beleber haben wir denn noch? Wir müssten noch welche haben, ne? 4 Stück. Okay, das müsste eigentlich für die reichen. Ich meine, wenn sie jetzt nicht zwangsläufig Wasser- oder Kampf-Pokémon hat, dann dürfte das ja eigentlich klar gehen. Tja, aber ob wir den nächsten Arena-Leiter schaffen, das erfahrt ihr erst in der nächsten Folge. Bis dann, ciao!